Ja, wir sind hier in einer kleinen Stadt in Speicher. Die ist umgeben von Wald, von Natur. Und hier finde ich meinen zweiten Arbeitsraum, meinen zweiten Atelierplatz. Sozusagen ein Atelierplatz auf dem Land. Ich arbeite als selbstständige, freischaffende, bildende Künstlerin mit Malerei und auch Zeichnung, ja, seit 2014 so. Und bin dann auch direkt nach Köln. Und also deswegen würde ich schon sagen, so schwerpunktmäßig bin ich in Köln, ne? Also auch mit der ganzen Szene, mit den ganzen Kontakten und allem. Aber was unglaublich wichtig für mich ist und war auch seit dieser Zeit, ist, dass ich immer noch diese Verbindung zum Land habe. Also deswegen bin ich so dankbar um diesen Raum hier, den ich hier habe. Ich finde auch so ein bisschen ist dieser Raum eigentlich, ja, steht fast stellvertretend für das Gefühl, was mit dem Landleben einhergeht, nämlich diese großzügige Weite, die du halt einfach in einer Stadt wie in Köln, ich sag mal mit einem Lebensstandard, den ich so habe, einfach gar nicht findest. Und das liebe ich auch. Ich liebe auch diese Enge, die irgendwie und diese Dichte, die damit einhergeht, also mit Köln, die Dichte, die räumliche Dichte, meine kleine Wohnung, die vielen, vielen Menschen, diese Lebendigkeit. Das dichte Kulturangebot, ja genau, diese Lebensenergie, das finde ich auch großartig. Aber sobald ich aufs Land komme, ist da eben auch dieser Denkraum. Innerhalb von 10 Minuten bin ich mitten im Wald, kann da spazieren gehen. Und ich brauche das unbedingt beides. Und das war von Anfang an jetzt eigentlich auch da. Also seit ich eben selbstständig arbeite, konnte ich immer auch rausfahren. Und hatte da eine Heimat sozusagen, wo ich eben auch groß geworden bin. Ne? Hier so ja, relativ nah an der luxemburgischen Grenze, aber trotzdem noch Eifel. Also wirklich Land und Köln. Ne? Und Köln ist eine großartige Stadt, finde ich, für Künstler und Künstlerinnen, weil die Mentalität unglaublich offen ist und großherzig irgendwie oder sagen wir vielleicht eher herzlich so überall. Und dieses Offene findet man tatsächlich halt in der Eifel jetzt nicht standardmäßig so. Da ist schon immer eine ganz klare Vorstellung von dem, wie man so zu sein hat. Aber trotzdem eben auch dieser Raum, in den ich dann hier immer wieder eintauche und dann doch auch irgendwie so einen realistischen Blick auf das Landleben und auch auf die Menschen hier habe. Also ich könnte hier niemals von Kunst leben, niemals, aber ich kann halt in Köln gut von der Kunst leben, die ich auch hier auf dem Land mache. So, ne? Und das ist vielleicht so ein bisschen wichtiger Background auch, weswegen ich auch immer wieder hier hinkommen muss. Also so ein bisschen, als würde ich in Köln tanken. Ich schütte da auch total aus. Ne? Ich habe da ja meinen Atelierplatz, wo ich dann jeden Tag hingehe. Aber ich sag mal so, wenn ich das 2 Wochen richtig hardcore gemacht habe, dann muss ich ganz kurz auch mal raus und atmen. Und das finde ich halt hier. Hier ist Naturtanken so, ne? Und auch, ja, so Familie halt, sowas. So eine Ruhe irgendwie auch und fast so mehr Routine vielleicht Möglichkeit auch. Also ich muss meinen Tag irgendwie immer ähnlich starten. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich das nicht kann, dann bin ich schon fast so ein bisschen verstört. Also es hört sich jetzt hart an, aber es ist tatsächlich irgendwie so. Und deswegen, ich stehe halt morgens auf und mache dann Yoga. Das ist für mich schon körperlich so eine Art von Ordnung, in die ich dann komme. Und dann schreibe ich so ungefähr 1 Stunde meine Gedanken auf. Und ich habe da vor ein paar Jahren mit angefangen und ich habe mittlerweile wirklich, sehe ich auch so einen ganz starken Kontrast zwischen der Zeit davor und jetzt. Also wie sortiert ich dann eigentlich aus diesem morgendlichen, ich sag mal wirklich Ritual irgendwie rauskomme. Setze mich hin alleine und schreibe einfach 1 Stunde ungefähr meine Gedanken auf, so ganz einfach runter. Es geht gar nicht um die Form und es geht auch überhaupt gar nicht darum, dass ich das nochmal lese oder irgendjemand das liest, sondern ich finde dann einfach so eine Tagesstruktur, indem ich das tue. Also ich weiß ungefähr, was ich machen möchte. Ich habe auch negative Gedanken irgendwie mal so runtergeschrieben, die belasten mich dann irgendwie auch nicht mehr den Tag über. Natürlich brauche ich auch Inspiration und also klar, alles inspiriert uns, ne? Aber immer alles. Auch die Tasse, die wir morgens zum Kaffee trinken, benutzen oder der Geschmack vom Kaffee dann eben. Aber ich muss nicht Kultur tanken, um Kultur oder Kunst zu schaffen, sondern bei mir ist das so, dass
ein ganz, ganz wesentlicher Input für mich immer war, ist eben dieses Naturerleben. Und damit meine ich wirklich Natur als Landschaft, als Flora, Fauna. Und mich fasziniert das, wie mich eigentlich wenig anderes fasziniert. Also es ist sicher auch dieses Leben, was da ist, was entsteht, was vergeht und auch so ein Schmerz, der dabei ist, beziehungsweise auf der anderen Seite eben auch so eine Faszination und so eine Liebe und Achtung. Aber auch eben diese Konstruktionen, die aus der Natur hervorgehen, also eben so ein Libellenflügel, ne? Oder ja, die Schale von Orange, die dann getrocknet ist, was das dann für eine Struktur hat, oder Moos oder eben Rinde. Und ich glaube wirklich mittlerweile, dass ich da die allermeiste und größte Inspiration rausziehe. Und dafür muss ich eben in den Wald gehen. Ich muss, ja, oder eben tatsächlich auf den Melatenfriedhof oder so in Köln. Also ich muss rausgehen, ich muss die Bäume hören, ich muss wahrscheinlich auch irgendwie Gerüche wahrnehmen oder was auch immer. Und dann gehe ich eben in den Wald und dann ja, finde ich da auch immer wieder Objekte. Also genau, ich sammle da immer wieder irgendwas, was mir so über den Weg läuft, beziehungsweise über den Weg liegt. Ja, Pflanzen vergehen leider auf eine andere Art. Also, also wenn Insekten trocknen oder so, die kannst du halt noch sehr lange wirklich auch als dieses Objekt so wahrnehmen. Also klar, eine Libelle verliert diesen Glanz zum Beispiel, aber trotzdem hast du immer noch dieses, du hast immer noch eine Ahnung von diesem Lebewesen, ne? Also du hast auch eine Ahnung eben von der Größe, von der Haptik und auch, du siehst noch, wo sind die Augen, was ist der Körper, was sind die Flügel, das erhält sich ja. Klar, das Leben geht verloren und eben zum Beispiel bei einer Libelle auch die Farbigkeit, ne, die geht einfach verloren. Aber genau, ich kann das einfach dann so lange angucken, wie ich das angucken möchte. Ja, und zum Beispiel hier diese Haifischzähne, ich weiß nicht, vielleicht kommt das ja auch dann daher, ne? Die habe ich mit meiner Oma zusammen gesammelt an der Nordsee und die hat dann immer zu uns gesagt, das sind versteinerte Haifischzähne. Ich weiß noch nicht mal, ob die wirklich versteinert sind, aber also auf jeden Fall. Das ist für mich halt einfach so, ja, das sind halt diese Haifischzähne und die waren halt mal im Mund von einem Hai. Das ist einfach irgendwie krass. Genauso sind das irgendwie alles Dinge, die mich total beeinflussen und ich kann gar nicht genau sagen, warum ganz genau? Was macht was ganz Wichtiges mit mir? Es will so viel aus mir raus. Also ich male abstrakt, ich male mit Öl, ich male mit Acryl, ich zeichne mit Tusche oder male sogar auch mit Tusche, manchmal mit Lack. Und das findet immer wieder so unterschiedliche Formen. Also eigentlich ist für mich so, dass das Werk so als eins, das kann gar nicht irgendwie nicht divers sein, weil ich mich für so viele Sachen interessiere und eben so viele Ideen entwickle. Genau, deswegen gibt es unglaublich viele Formen. Also ich arbeite sehr figurativ, also realistisch, gehe aber auch in die Abstraktion, kombiniere das. Ich kombiniere auch Techniken. Also das ist jetzt da schon eine Weile her, dass ich das wirklich so regelmäßig getan habe, aber ich habe auch viel Tuschezeichnung zum Beispiel in ein Bild gebracht, zusammen mit Ölmalerei oder auch Acrylmalerei, aber genau, also figurative Malerei mit dann wiederum Tuschezeichnung zum Beispiel. Es gibt relativ viele Bilder, die eben abstrakte Elemente haben und dann aber auch wiederum figurative Elemente. Und also es gibt so ganz vieles irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht am Ende meines Lebens ergibt es dann vielleicht alles Sinn, aber bisher ist es einfach, ist es so ein Nachgehen, also so einem Impuls eigentlich, so das will jetzt gemalt werden oder das will jetzt erfahren werden. Und das kann sich ganz
sprunghaft eigentlich abwechseln. Also ich kann ein total figuratives Bild malen, also das, ja genau, also ein Porträt, was figurativ ist, oder realistisch, nennen wir es realistisch, ein realistisches Porträt. Und dann habe ich so eine abstrakte Phase, wo ich rein abstrakt male, und so weiter. Also das kann so wirklich sich so ziemlich schlagartig abwechseln. Oder ich arbeite sogar parallel in verschiedenen Projekten, die unterschiedlich sind, ne? Wo ich mit verschiedenen Bildelementen oder auch eben Ausdrucksformen umgehe. Und ich glaube, das ist irgendwie bezeichnend für mich. Also dass auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen überfordernd oder vielleicht auch nicht so einem Standard entspricht, den man vielleicht so erwartet. Aber ich glaube, wenn man mich als Person irgendwie kennenlernt oder kennt, dann ergibt das total Sinn. Also, und das hat halt wiederum dann in der Gänze auch eine Regelmäßigkeit oder eine Wiederholung halt. Ja. Ich male überwiegend mit Acryl- und Ölfarbe, aber ich integriere auch viel so Elemente, so sporadisch, eben wie zum Beispiel Tuschezeichnung oder dann auch Zeichnungen mit Ölkreide zum Beispiel. Oder man sieht noch Elemente von auch Polychromos. Also ich zeichne oft mit Polychromos auch vor. Und es ist nicht mein Anspruch, den verschwinden zu lassen. Also den sieht man einfach auch öfter mal noch. Und dann ist das auch wieder so ein Bildelement. Also auf eine Art ist Zeichnung, denke ich, schon auch Thema in meiner Malerei. Es integriert sich irgendwie so. Ein Thema, denke ich, was bei mir schon auch wiederkehrend ist und was auch deswegen wesentlich ist und von dem ich auch vermute, dass es vielleicht sogar mein Leben lang Thema bleibt, das Thema Porträt. Und das ist nicht unbedingt reduziert auf den Menschen, aber schon auch viel gehe ich da in diesem Bereich mit Menschenporträts um. Also ich suche mir schon vielen gegenüber und ja, stelle das dar oder gehe damit um. Mich faszinieren eben sehr auch Kinder, also Kinderporträts. Ich male auch Selbstporträts und eben auch Tierporträts. Ja, so dieser Kontakt, der sich auch da, der entsteht zwischen dem Gegenüber und der dargestellten Person, also dieser Blickkontakt, der sich ja auch mit mir herstellt, indem ich es male oder auch natürlich danach. Das ist, glaube ich, so für mich so ein ganz wesentliches Moment. Also der Blickkontakt oder überhaupt Augen sind ganz wesentlich bei meinen Porträts. Und selbst wenn Porträts in die Abstraktion gehen, gibt es eigentlich immer dieses Moment, ne, dass sich anblicken, so Augenkontakt, das ist ganz wichtig. Und es ist nicht so, dass das das Erste ist, was ich male, aber es ist auf jeden Fall fester Bestandteil in vielen Bildern und deswegen geht die Entwicklung irgendwie dahin. Also sehr oft ist dann, wenn das abgeschlossen ist, dann ist schon so so ein Kernzentrum irgendwie definiert. Und das betrifft sowohl Tier als auch Mensch. Und auch was bei diesen unterschiedlichen Augenkontakten, ob das jetzt eben ein Fisch ist oder ein Hase oder ein Kind, das fasziniert mich auch.